Interessierst du dich für Spiritualität und hinterfragst den Sinn deines Lebens? Das, was dir bisher Sicherheit gab und Freude gemacht hat, langweilt dich oder gibt dir ganz plötzlich nichts mehr? Du spürst vielleicht sogar diffuse Ängste, unerklärliche Traurigkeit und ein Alleinseingefühl. Ja, in dieser Folge sprechen wir über das, ja, fast magische und unerklärliche Erwachen unserer wahren Potenziale ab circa der Lebensmitte. Bei manchen geschieht es schon etwas früher, bei anderen etwas später und bei manchen sogar sehr viel später. Aber eines ist gewiss, der Weckruf unserer Seele ist nicht zu überhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebeglücklich-Podcast. Mein Name ist Linda Giese, ich bin Seinspotenzialcoach und Chakra-Therapeutin. Ab unserer Lebensmitte schlägt unser Leben plötzlich und unerwartet eine neue Richtung ein. Und wir schaffen es, trotz allen Münzen nicht, an unserem bisherigen Kurs festzuhalten. Im Zweifel führen uns sogar Ängste, körperliche Symptome, depressive Verstimmungen, Trennungen, Jobverlust oder andere Entbehrungen auf unseren Seelenweg. Ja, die Gucci-Handtasche, das teure Auto, das Sehen und Gesehenwerden, das erfüllt uns einfach nicht mehr. Der Erfolg in der Firma schmeckt schal und oberflächliche Gespräche mit Freunden, Shoppingtouren oder ähnlichen Ablenkungsmanöver, ja, die haben weitestgehend ihre Wirkung verloren. Warum ist das so? Unser irdisches Leben ist eine relativ kurze Reise, über die sich deine Seele ausdrückt und sich selbst erfahren möchte. Ähnlich eines Kinofilms, der alle Gefühle beinhaltet, Dramen und großes Glück, Liebe und Verlust, Spannung und Langeweile, ja, also so eine richtige Seifenoper. Wir selbst als menschliches Ich-Bewusstsein sind die Hauptdarsteller in unserem Schmachtfetzen. Deine Seele sieht sich also somit ja in dir selbst aufwachsen. Sie spürt, wie es ist, mit all den Begrenzungen des Lebens und mit all den Selbstzweifeln identifiziert zu sein. Sie lernt in dir Ängste, Vertrauen, Liebe, Enttäuschungen, Erfolg und Misserfolg kennen. Und so um die 40 herum haben wir es uns schon so richtig schön eingerichtet in unserem Leben. Das Geld ist meistens nicht mehr ganz so knapp. Wir sind zu jemandem geworden und wir leben unser Leben in einer gewissen Routine. Selbst wenn wir diese Routinen immer wieder mal mit Reisen, teuren Anschaffungen, einem neuen Partner oder Ähnlichem durchbrechen, ist es eigentlich immer dasselbe. Maximal eine Veränderung innerhalb unserer Komfortzone. Diese macht uns zwar glauben, unser Leben wäre spannend und in Bewegung, aber eigentlich ist es eher vergleichbar damit, als würden wir die Möbel in unserem Zuhause umstellen oder vielleicht mal ein neues Möbelstück kaufen, die Deko austauschen. Mehr ist das eigentlich nicht. Und ganz ehrlich, wenn das wirklich ein Kinofilm wäre, würdest du im Kinosessel sitzen bleiben? Ja, und wenn du jetzt mit Ja antwortest, dann bist du wahrscheinlich während deines eigenen Filmes eingeschlafen. Was ist denn aus der spannenden Weiterentwicklung des Hauptdarstellers geworden, also dir? Waren da nicht mal Träume, Visionen und vor allen Dingen auch ein unfassbares Potenzial? Ja, ab unserer Lebensmitte wird der Film plötzlich mit einem schockartigen Ruck angehalten. Es passt einfach vorn und hinten nicht mehr. Wir fangen an, uns selbst zu hinterfragen. Wir werden immer unzufriedener. Nörgeln am Partner und am Leben rum, nehmen an Gewicht zu, fühlen uns allein, unverstanden, unerfüllt und gestehen uns letztendlich einfach nur nicht ein, dass wir den ganzen eingefahrenen Brei gehörig satt haben. Ja, wir haben es satt. Wir haben es satt, uns selbst im Weg zu stehen. Wir haben die Nase voll, uns die Dinge nicht zuzutrauen, die wir schon längst umsetzen wollten. Wir spüren, dass unser Leben sich verändern will. Dass in uns selbst sich etwas verändern will. Ja, und manchmal macht uns das einfach schlichtweg Angst und orientierungslos. Diese gewaltige Wucht der Erkenntnis lässt unzählige Befürchtungen in uns aufsteigen. Zum Beispiel, dass wir Menschen Komfort und Sicherheit loslassen müssen, wenn wir dem Weg des Herzens folgen. Sämtliche Unsicherheiten, Selbstzweifel, auch Angst vor Gesichtsverlust und Lebensängste zeigen sich. Kennst du das oder Ähnliches? Du spürst eine gigantische, oft auch freudige Veränderungswelle in dir und dein innerer Selbstkritiker funkt dir permanent dazwischen. Pass bloß auf, am Ende stehst du mit nichts da,
Du kannst auch nicht deine Beziehung, deinen Job oder was weiß ich verlassen, nur um dich selbst zu verwirklichen. Was soll denn der ganze Quatsch? Bleib mal schön auf dem Teppich. So oder so ähnlich könnten sich solche inneren Dialoge abspielen. Doch um all das geht es nicht. Dein innerer Kritiker kann sich entspannen. Du wirst nichts verlassen oder aufgeben müssen. Du kannst, aber musst du nicht. Jedoch hast du die Chance, jede Menge dazu zu gewinnen. Denn ab der Lebensmitte will unsere Seele den Weg der Freiheit, der Fülle und der Erfüllung einschlagen. Das magische Tor zum glitzernd goldenen Zeitalter öffnet sich für uns ganz, ganz weit. Wir haben jetzt die Gelegenheit, uns gemäß unseres wahren Seins zu verwirklichen, uns frei und kreativ auszuleben. Das Leben scheint uns, ja, zu Füßen zu liegen und nur darauf zu warten, dass wir endlich mit unseren Träumen loslegen, dass wir es uns zutrauen zu springen, und zwar mitten hinein in unsere wahren Seinspotenziale. Ohne Rücksicht auf die Meinung anderer, sondern einfach unserem wahren Sein folgen. Bisher waren wir das Produkt unserer Erziehung, unserer Erfahrungen und unserer Ängste. Und jetzt öffnet sich die Möglichkeit herauszufinden, wer wir wirklich sind. Was unsere Talente, unsere Seinspotenziale und unsere wahre Bestimmung hier auf Erden ist. Dieser Weg ist so sehr befreiend und gepflastert mit magischer Glückseligkeit. Ja, wenn wir ihn nicht unterdrücken, aus unnötiger Angst, falscher Sparsamkeit oder festgefahrenen Glaubenssätzen. Ja, manche gehen auch Party machen ohne Ende und machen irgendwie andere Harakiri-Aktionen, um das Ganze zu unterdrücken. Aber vom Grundsatz her, Unterdrückung ist der falsche Weg. Denn um diesen Weg zu gehen, also den Weg der Erfüllung, müssen wir bereit sein, unser armes Opfer-Ich hinter uns zu lassen. Wir müssen bereit sein, für uns selbst Verantwortung zu übernehmen und unserem wahren Sein Selbstfürsorge zukommen zu lassen. Wir müssen die Zeichen erkennen, denn unsere Seele gibt uns Hinweise in Form von, was inspiriert uns? Was geht mit uns in Resonanz? Ja, und dann sei bereit, diesem Weg zu folgen. Spring einfach in ihn hinein und lass dich vom Fluss des Lebens und von der Fülle der Möglichkeiten deiner Seele tragen und inspirieren. Diese Bereitschaft kann zu Anfang damit einhergehen, dass wir erst einmal unsere größte Blockade erkennen. Das ist der Moment, wo wir durch die dunkle Nacht der Seele gehen. Denn wir begegnen einer riesigen Angst, einer Angst, die wir bisher erfolgreich verdrängt haben. All unser Identifiziertsein mit wer wir sind und was wir haben, hat unser inneres Kind tief verschüttet, verwahrlost und vergessen, im dunklen Keller alleine und verängstigt zurückgelassen. Und ab unserer Lebensmitte, mitten im spirituellen Erwachen, spült sich unser inneres Kind mit all seinen unterdrückten Urschmerzen an die Oberfläche, nicht zu übersehen und nicht mehr zu ignorieren. Das ist der Moment, wo Heilung eintritt. Tiefste Heilung einer Wunde, die uns unbemerkt unser gesamtes Leben auf Irrwege geführt hat. Bevor wir also durch das Tor ins goldene und erfüllende Zeitalter, durch das Tor des spirituellen Erwachens gehen können, muss diese tief sitzende Urwunde in uns geheilt werden. Denn dieser Urschmerz ist die Basis aller Blockaden, aller Ängste, Wirrungen und Widerstände in unserem Leben. In meinem Seinspotenzial-Coaching heilen wir die Urwunde. Sie präsentiert sich uns ganz vertrauensvoll in diesem geschützten und heiligen Raum. Mal heilen wir sie während der Coaching-Sitzung und mal macht der Klient das ganz persönlich mit sich selbst, ja, mit meiner Anleitung, aber eben für sich und mit seinem inneren Kind ganz allein nach unserer Sitzung. Das Feedback meiner heutigen Klientin war so wunderschön und bezeichnend. Sie berichtete mir, sie habe gejault,
gejault wie eine Wölfin, als sich ihre Urwunde gelöst hat und in die Heilung überging. Sie sagte, sie habe nicht geschrien, aber ihr Urschmerz löste sich wie aus der tiefsten Tiefe ihrer Seele in einem über Minuten lang gezogenen lauten Wolfsgejaule. Ja, und ich verstehe sie so gut, denn genau so ist es mir auch gegangen. Wie eine Wölfin habe ich meinen tiefsten Urschmerz rausgejault, als ich ihn endlich entdeckte. Ja, und diese Klientin, sie hat so gestrahlt, als sie das erzählte und sagte immer wieder mit strahlend leuchtenden Augen: Linda, ich bin frei. Ich bin jetzt befreit. Boah, das ist wie eine Erlösung. Und das wiederholte sie immer wieder. Sie konnte es gar nicht fassen. Naja, und dann erzählte sie mir noch von all den wunderschönen Erfolgen und positiven Veränderungen, die dadurch natürlich auch umgehend ins Rollen gekommen sind. Das ist total schön, es immer wieder zu spüren, wie sich sofort alles ändert. Also, wow. Ja, und ich habe immer noch ihr Strahlen vor meinen Augen und ihre so überwältigende, befreite Freude in meinem Herzen. Das macht mich einfach so unfassbar glücklich, dabei sein zu dürfen. Wow. Ja, wenn der Urschmerz sich löst, dann sind wir frei und unser Leben kann endlich die Richtung des spirituellen Erwachens einschlagen. Den Weg der Fülle und Erfüllung, voller Mut und selbstbestimmter Selbstfürsorge, authentisch, echt und frei. Und das beginnt so um die Lebensmitte. Also ob das jetzt mit 35 ist oder 40, 50, 60 oder meine Klientin heute, die war schon über 70. Sie hat gesagt, ich gönne mir das. Ich will aus diesem Leben rausgehen und frei sein. Ich will noch ein Buch schreiben. Ich habe noch so viel vor. Eine großartige Frau. Aber so ab der Lebensmitte, ja, da so um den Dreh herum, da öffnet sich für uns das Tor. Ja, wir wachen aus unserer Identifikation mit Leid und Widerstand auf und sagen ja zu dem, was ist. Zu dem, was wir sind. Auch wenn etwas mal, ja, in uns nicht alles schön finden muss und auch wenn etwas in uns mal Ängste spürt bei neuen Schritten. Ja, und auch wenn uns mal leidvolle Phasen einholen mit Verlust oder Trennung. Wir sagen ja, weil wir spüren, dass es um etwas Größeres in unserem Leben geht als um kurzfristige Sicherheit. Es geht um das Erwachen unserer Bestimmung und unserer Seinspotenziale. Und dieses Erwachen hat zur Folge, dass ganz viele andere Seelen, ganz viele andere Menschen auch wieder in ihr Erwachen kommen, in ihre Entwicklung, ins Erkennen, whatever. Das ist eine Kettenreaktion, das morphische Feld wird gefüttert. Deswegen, es geht nicht um die kurzfristige Befriedigung unseres Sicherheitsbedürfnisses, sondern es geht um mehr. Es geht um deine Bestimmung, um deine Freiheit und um deine Seinspotenziale. Beim Erwachen selbst kann ich dir nicht helfen. Das muss jeder für sich selbst durchleben. Und dies ist übrigens auch ein Prozess, der ist so einzigartig wie ein jeglicher Fingerabdruck. Solltest du jedoch das Gefühl haben, dass eine große Blockade oder eben dieser Urschmerz dich beim Weiterkommen behindert, dann darfst du dich gerne zum Seinspotenzial-Coaching bei mir melden. In der Regel folgt das spirituelle Erwachen danach völlig von selbst. Deine Linda.